Was soll, Leute? Hier ist wieder Draglanis mit Let's Play Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ich muss ein paar kleine Worte loslassen. Ihr habt ja gemerkt, in den letzten Tagen ging dieses Projekt tatsächlich wieder weiter. Jedenfalls hoffe ich, dass es für euch die letzten Tage waren. Wenn nicht, dann bedeutet das, dass ich ähnliche Probleme in dieser Aufnahme hatte. Ihr habt es bestimmt gemerkt, dass ich teilweise Cutscenes aus anderen Metal Gear Solid 5 Let's Plays reinschneiden musste und das Logo meiner Motherbase anders war und dass ansonsten, wenn ich das nicht gemacht habe, okay, hier gibt es jetzt gerade kein Logo, sehr schön, dank dem Schal, und ansonsten, dass das Audio regelmäßig am Absterben war und auch das Video, ja, das ist halt die Sache, die Parts waren wirklich ziemlich irreparabel beschädigt gewesen. Und was ihr gesehen habt, war das Beste, was ich hervorbringen konnte nach 5 Monaten. Und so lange ist es auch her. Ich habe nichts aufgenommen seitdem. Und das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich in der Aufnahme diese Fehler verhindern kann, weil sie irgendwie sowieso nur bei Metal Gear Solid 5 auftreten und nirgendwo anders. Also hoffe ich einfach das Beste. Und hoffe, dass sich meine Methoden darauf anwenden lassen, sodass es nicht ewig lange dauern. Gut, also, was ist jetzt der Fall? Ich habe 5 Monate nicht gespielt, habe gerade circa 1 Stunde alles geupdatet und plötzlich gibt es hier ein Herausforderungsaufgabensystem mit tausenden Herausforderungen, die ich im Laufe dieses Spielstandes offenbar alle geschafft habe, also nicht alle, aber eine ganze Menge, mit sehr vielen Sachen, die man da dazu kriegt. Und 3 Belohnungen hier habe ich auch noch nicht abgeholt, wie ihr seht, weil das einfach zu viel Geld war. Und überhaupt, das Geldlimit wurde von 1 Million auf 5 Millionen angehoben und es gibt so viel und ich bin ein bisschen überfordert. Vor allen Dingen, dass sie dann Updates rausbringen, die das Spiel einfacher machen und so weiter. Ich habe mir gesagt, egal. Ich habe ein paar Sachen in Entwicklung gegeben. Die werden jetzt auch noch ein paar Stunden, Minuten, Sekunden und so weiter dauern. Ach ja, ich bin gerade online. Das erklärt das da, ne? Also ich werde gleich wieder offline gehen, damit meine Ladezeiten wieder annehmbar werden. Das Wurmloch da zum Beispiel. Soweit ich das verstehe, die höchste Fulton-Funktion, womit wir sogar Container aus überdachten Regionen rausholen können, weil sie einfach in eine andere Dimension gewarpt werden. Also, ja, gibt es. Eigentlich wie bei den FOBs, wenn man so will. Und ansonsten habe ich eine Menge Begleitersachen entwickelt. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Ich will vielmehr darauf hinaus, was unsere Hauptmission angeht. Wir haben Hauptmissionen, wir haben Nebenmissionen. Die Hauptmissionen sind allesamt Wiederholungen von Missionen, die wir vorher schon gemacht haben. Und die alle sowas wie Überleben haben. Solo-Infiltration, alle Waffen und Gegenstände müssen vor Ort beschafft werden. Schleichhilfe, Reflexmodus, Unterstützungsabwürfe, Begleiterentsendungen, Unterstützungshubschrauberangriffe und Feuerunterstützung nicht verfügbar. Ja, und da komme ich hier hin, ne? Hab schon 5 Monate nicht gespielt und dann kommen mir dann noch diese Missionen, die dann tatsächlich ein bisschen Skill erfordern. Und ich denke mir dann so, ja, ne? Ich würde gerne, vor allen Dingen, weil das der einzige Weg ist, wie ich die Hauptmission weitermachen kann. Wir befinden uns nebenbei schon im Endgame. Zu viel weiß ich inzwischen. Aber erlaubt mir gerade nochmal ein paar Nebenmissionen zu machen, um zu erschließen, wo ich zum Beispiel jetzt mehr Nebenmissionen machen kann. Hier in Afrika. Ja. Dann würde ich sagen, die Nova Braga-Mission, wo ist die? Da, vom Nova Braga Airport. Nein, das ist was ganz anderes. Elite-Soldaten. Lass mich gerade noch schnell herausfinden. Da würde ich nämlich sagen, ich gehe gerade mal nach Afrika, hier hin. Ein bisschen außerhalb. Gut, was meine Ausrüstung angeht, alles wie im letzten Part. Sollte ich theoretisch mit klarkommen. Ist nur eine Nebenmission. Nee, warte. Eine Sache werde ich ändern. Eine Sache werde ich komplett ändern. Und zwar werde ich den D-Walker mitnehmen. Was dann auch zur Folge hat, dass ich kein Fahrzeug mitnehme. Nebenbei, ich habe auch Fahrzeuge geschenkt bekommen von Dings da. Auch eine Menge Walker-Gears. Und ja, dann machen wir erstmal ein paar Nebenmissionen. Das Ganze einfach nur mit dem einfachen Hintergrund, dass ich mich erstmal in das Spiel wieder einfinden muss, weil ich habe wirklich seit 5 Monaten nicht gespielt. 15. November, jetzt haben wir gerade den 4. April. Versucht das Ganze noch so unter einen Kessel zu bringen, bevor Dark Souls 3 insgesamt rauskommt. Und
ich nicht schon wieder etwas habe, was sich dann dazwischen drängt. So, jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz in den Nebenmissionen was gucken, während wir dabei sind. Nämlich, wie sieht das aus mit den Motherbase-Soldaten? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe alle rausgeholt. Mit anderen Worten, wir könnten, weil in diesem Part ansonsten nichts weiter passieren wird, zu Pass gehen. Mal gucken, wie war das mit dem Waffensystem? So war das hier. Muss mich nur erstmal komplett wieder in die Steuerung einfinden. Zielen und schießen war dann der, okay. Gut, das Waffensystem habe ich dann auch wieder raus. Ich werde jetzt nicht unbedingt auf Stealth. Wir... Online. Halt die Klappe. Okay. Internetkabel raus. So, jetzt kannst du mich mal. Sorry. Das geht mir auf die Nerven. Ja, jetzt ist mein Guthaben um eine ganze Menge gesunken, weil ihr seht es da unten rechts. 2.348.880 GMP sind nur im Online-Speicher verfügbar. Warum auch immer. Egal. Scheiß drauf. So, jetzt kann ich die Karte auch wieder in der normalen Geschwindigkeit aufrufen und meine ganzen Marker setzen. So, erstmal die drei. Okay. Ah. Okay. Jetzt habe ich das wieder. Gut. Ich muss mich, wie gesagt, nur erstmal in die Steuerung einfinden, darum diese Nebenmissionen, darum nicht eine, wo ich nicht entdeckt werden darf, weil ich werde entdeckt werden, wenn ich meine Steuerung hier nicht richtig kenne. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und ich nehme die Walker, weil ich jetzt gerade nichts drauf gebe auf ein Tor. Nein, auf entdeckt werden während dieser Nebenmission. Wobei ich ja schon mal gucken sollte, was das ist. Unglückshund. Was war nochmal Unglückshund? War das nicht irgendwas, wo ich... Ja, ich glaube, ich musste einen Soldaten, der irgendwo festsitzt, finden. Kann da ja schon mal ein paar Attrappen markieren, weil richtige Soldaten offenbar kaum vorhanden sind. Ich habe die Mission jetzt da markiert, aber ich habe keine Ahnung, ob mein Hund vielleicht da ist oder so. Gefunden! What? Okay. Meinetwegen. Jetzt kommen wir zu dem Grund, warum ich die Walker insgesamt mit habe. Because I don't give a damn. Selbst wenn ich entdeckt werden sollte, es ist mir gerade egal. Ah, man kann hier nicht schneller klettern. Okay. Zu sehr von Dark Souls 2 verwöhnt. Aber für mein Glück ist das nicht mal der einzige. Mit dem Wurm noch wäre das nicht passiert. Lässt du meinen Walker in Ruhe? Oder worauf gehen wir jetzt? Ich hatte einen Helm. Aha! Oho. Komm mal gerade ein bisschen näher, Walker. Huch! Ich wusste nicht, dass du da hochkommst. Komm mal runter wieder. Zerstören ihn. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, I don't give a damn. Und jetzt im Prinzip gebe ich gerade einen Damn. So ein bisschen, dass ich hier doch noch ein bisschen schleiche. Aber ich werde mich gleich enthüllen. Oder er ist einfach zu dumm, um mich zu bemerken. Das kann natürlich auch sein. Ist überhaupt irgendwas wert? Analysis complete. Und dieses ganze Blitzen vom kaputten V-Walker.
Okay, wir müssen in das Haus so oder so rein. Das ist ein bisschen schwieriger. Habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn. Und einmal ihn erledigen. Der andere ist halt Trappe. Spielt keine Rolle. Krieg ich hier Heroismus, aber egal. Auch weil das Nebenmissionen sind, ist es mir gerade komplett egal, dass das Soldaten sind, die ich vielleicht gebrauchen könnte. Okay. Thank you. Jetzt ist nur die Frage, wie ich hier insgesamt aufs Dach komme. Wobei, ich glaube, ich habe die eine oder andere Idee. Gab es hier außen nicht eine Leiter oder eine Treppe oder sowas? So. Ich meine, was wäre das denn für eine Sache, in der man nicht stehlen könnte? Ja, da sind wir schon. Ich will hier immer rennen, wenn ich da so geduckt gehe. Weil das ein Dark Souls-Rennen war. Okay, jetzt habe ich das Rennen hier wieder raus. Gut. Und dann haben wir den Unglücksfund hier zum Beispiel schon erledigt. Okay, seht ihr, das sind alles Sachen, die ich falsch gemacht hätte, wenn ich jetzt direkt eine Hauptmission gemacht hätte, wo ich nicht entdeckt werden darf. Ich habe keine Ahnung, ob ich A++ überhaupt noch gebrauchen kann. Ich habe jetzt so viele S und A++ hinterhergeworfen bekommen, als ich jetzt die ganzen Herausforderungsbelohnungen eingesammelt habe. Insgesamt ist es blöd, dass wir hier beim Nova Braga sind. Nova Braga ist so eingekesselt, was die Mauern außen angeht. Hopp, danke. Alles, was ich damit meine, ist halt, dass es ein bisschen schwer fällt, hier rauszukommen, ohne sich diesen ganzen Geraffelgear entgegenstellen zu müssen. Ich finde, so einen Job sollte man erledigen. Vergessen, dass man X drückt, um sich hier abzubremsen. Hört auf! Hört einfach auf! Gut, danke. Muss ich den noch aufmachen? Dann halt anders. War jetzt nicht mehr zu ändern. Automatisch weiß er ja die ganze Basis Bescheid. Also einfach schnell mal die ganzen Sachen Dings da knacken. Oh mein Gott, meine Worte fehlen mir schon wieder. Komm schon. Danke. Aber ich glaube, da kam gleich noch eine. Ja, kam da auch. Nicht mal nicht den Walker hier in der Nähe. Ich bin wieder Teufel. Ich mache jetzt meine ganze Sache mal ein bisschen schneller. So. Ich versuche den Marker zu entfernen. Wenn ich alle hier hinsetze, sind die hier weg. Und das ist auch noch so eine Möglichkeit. Gut. Meine Güte, der Nova Braga ist nicht unbedingt das Beste zum Einschleichen. Vor allen Dingen, jetzt habe ich schon wieder eine Viertelstunde von der Folge verbraucht. Me doesn't like that very much. Me doesn't like that very much. Also werde ich vielleicht nicht mal eine der Hauptmissionen in diesem Part angehen können. Nun, ich würde ja sagen, insgesamt, wir haben Zeit.
wenn ich nicht gerade entdeckt werde, würde ich auch gerne eine Kassette hören. Weil wir haben auch noch eine ganze Menge Kassetten. Wir haben noch über 30 Kassetten zu hören. Was nicht heißt, dass nicht noch sogar noch welche dazukommen. So. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es ein bisschen sicherer. Wisst ihr was? Wir gehen die Afghanistan-Dinger endlich mal weiter durch. The CFA, Contract Forces of Africa. These guys are a major player. Their head office is in Pretoria, South Africa. That's also where the South African Defense Force is headquartered. We think the two are closely connected. An HEC investigation revealed that most of the CFA's operators are former SADF soldiers. South Africa has been locked in struggles with neighboring regimes for years. That means constant action. And we know better than anyone that's the best kind of training. A company drawing its recruits from hardened military vets. You can bet they know how to handle themselves. Do not underestimate them. Within the CFA is a company of soldiers that's the target. Locally hired operators. They speak Afrikaans to communicate with personnel from the CFA. But if you notice any speaking the local language, that's them. Though hired from the local population, they were originally part of a paramilitary group, so they'll have plenty of combat experience. And unlike their days shooting junkyard rifles out of beat-up pickup trucks, the CFA now supplies them with the latest gear from the West. On top of that, they've been combat trained by the South African Army. All that adds up to a much stronger fighting force. So don't brush them off. Look at the Angola-Zaire border region. The East bank of the Muneni River in particular. It's a microcosm of a problem that stretches all across Africa. There's a civil war going on in Angola fought between the government MPLA and the Western-backed UNITA. Zaire is still a dictatorship under President Mobutu, but numerous uprisings have broken out in its remote regions. With all the trouble elsewhere keeping their hands full, neither government has control over their side of the border. They depend on militias and PF, as do the rebels. Government forces, guerrillas, militants, groups of all shapes and sizes hawk whatever resources they can to hire PFs. Conflict brings PFs. PFs expand the war zone, and more conflicts erupt in a continuous chain reaction. Sounds like our kind of work. Mother base could grow by leaps and bounds. So, und da ich jetzt gerade auf einem Abklappertrip bin, vielleicht noch weiter in der Afrika-Reihe. Ja, es war schon mal drei unserer Kassetten. Walker hier. How many of those bipedal weapons have popped up around Africa? When did that start? No more than 6 months ago. Didn't really hit me until I came here. They're not supposed to be in use yet. Emmerich says they were still doing the last round of fine-tuning. The doctor has no idea. His research has already hit the black market. Both sides of the Iron Curtain will have it by now. Even so, they're spreading much too fast. Sure, the Walker gears can operate. What the hell? Their mobility is just as good in the jungle as it is in the desert. That would come in handy in a place like Africa. They are modules that can one day be used as nuclear weapon systems. And with that in mind, the numbers are way too large. There must be another reason they're so widespread. Like what? It's all about needs. To small-time outfits like most of these private forces, this product is a dream come true. Hell, it goes beyond PFs. This is the ultimate weapon, the forbidden fruit. For anyone with an enemy to fight and people to defend. A nuclear deterrent. Exactly. Sounds familiar, huh? PFs are all operating off your playbook. You created these times. But could this be the new weapon in Africa that Emmerich talked about? If it is, why is Cypher letting everyone and his brother get their hands on one? What comes next? Selling nuclear weapons in the open? Making them public property? Why don't they give that a try? Then the next war really will be fought with sticks. Right. The man we're dealing with isn't foolish enough to make a suicide pact with the world. So, what is Cypher really up to? Wissen wir ja inzwischen. Das ist alles noch ziemlich outdated, dass wir das erste Mal Afrika in Mission 15 oder so betreten haben, deswegen... Enemy present.
will ich die auch gerade aus dem Weg haben. Zero Risk Security aren't as hardcore a military outfit compared to the other two PFs in this region. The company sends operatives to conflict regions around the world, not just Africa. They have decades of combined experience. They're also based out of South Africa. Their headquarters is in Johannesburg. A lot of their work involves corporate security for South African companies, but a good number of their operators are retired South African military. So don't mistake them for a bunch of security guards. Mit der Zero Risk haben wir uns ja schon bei der Codetalker-Mission rumgeschlagen, unter anderem. Die kennen wir ja auch noch ganz gut. Rogue Coyote operates mainly out of Africa these days. Of the three PFs, they're the smallest. However, they scooped up most of the Rhodesian SAS after the country collapsed 4 years. Ich wollte es versuchen. Snake, are you okay? Das Problem ist, ist man erstmal entdeckt, kann man da nichts mehr mitmachen. Man kann diese Panzer da einfach nicht erwischen. Rogue Coyote operates mainly out of Africa these days. Of the three PFs, they're the smallest. Warum zur Hölle gibt ihr einen Funkspruch ab? The Rhodesian SAS after the country collapsed 4 years ago. Rogue Coyote operates mainly out of Africa these days. Of the three PFs, they're the smallest. However, they scooped up most of the Rhodesian SAS after the country collapsed 4 years ago. Picture their entire organization as one big special forces unit. With Rhodesia a British colony, the Rhodesian SAS had its origins in 22 SAS C Squadron. They started out as a group known as the Southern Rhodesia Volunteers. But in 51, they were incorporated into 22 SAS as members of the British Commonwealth and deployed to fight guerrillas in the Malayan Emergency. Even now, 22 SAS keeps the C Squadron designation empty in recognition of their service. In a way, you could say the SAS almost makes up the core of Rogue Coyote. Later on, they were bolstered by other talent, including former Sella Scouts and 32 Battalion. These guys are direct descendants of the best special forces in the world. They won't go down without a fight. Don't get careless. Kunganga Mine. A civil war's been going on in that region for the last 20 years. It's being fought by what are now two ethnic groups, the Buta and the Mbele. Originally, you could barely tell them apart. But the reason for the current armed conflict goes back to World War I. After the war, their land was colonized by a European power, and it decided to give local control to the Buta. That split the two groups into rulers and subjects, laying the foundations for an inevitable civil war. The friction between them remained even after they won independence from Europe. The Buta are holding on to power to this day, and the Mbele rebels continue to fight back. The conflict is funded by locally mined gold, rare metals, diamonds. They've used the money from those to arm themselves, buy oil, and even hire PFs. The Buta administration owns the mining rights to Kunganga Mine. But most of the laborers are Mbele, who they've taken prisoner. The product they've gouged out of their land is bought up by cheap Western corporations. And the civil war is fueled by the profits. That's how it goes. One country's people is split apart by another country. Then the two groups tear up their own land for money in order to fight each other. Now this civil war started by a foreign power is the norm, and it's sucking up all the country's resources. PFs are the target. They follow the money, taking war with them wherever they go. That goes for us too. It's an endless river of bloody retaliation, and we're standing downstream. Should we make a stand and staunch the flow? Or wade in amongst the corpses and make a bigger splash than the rest. We'll follow your lead, boss. Das sollte die auch. Nein, nein. Du bist ruhig. Wir nehmen sie einfach alle mit. Das ist jetzt das Einfachste. Vor allem, weil wir damit einen Scharfschützen ausgeschaltet haben. Das finde ich gerade ganz gut.
Wow, ist der gut. Wo sind die Panzer jetzt? Oh, hi. Das Problem ist, der andere hört sich näher an. Ist er auch. Na, was? Nein, 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 das ist er nicht. Aber, da waren noch zwei. Keine Ahnung, ob ich den jetzt so kriege. Ich bin hinter dem Fahrzeug. Das ist eine sehr gute Sache. Das ist das, was ich eben versucht habe. Ich weiß, dass das funktionieren kann, aber wenn man entdeckt ist, ist das mehr so eine Art Glücksspiel. Ach komm. Was, da hinten ist doch auch einer. Verdammter Panzer. Der sollte das gar nicht mitbekommen haben. Und jetzt kannst du es mal versuchen, Panzer. So viele S. Das Problem ist, ich habe jetzt keinen Schalldämpfer mehr an meiner Pistole. Also muss ich das auf die eine oder die andere Weise machen. Das werden die jetzt wahrscheinlich sehen. Oder auch nicht. Gut, fliegt mein Panzer weg, ist mir doch egal. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich mich darum kümmere oder sowas. Ich kann einen Fangkäfig auf die werfen. Ja, Flipping Handgranats. Na komm. Nummer 1 und Nummer 2. Und ich nehme euch beide mit nach Hause. Dann müssen wir nur noch den Panzer und dank der Rauchgranate habe ich auch den endlich geblickt. Oh, falsche Richtung. Stimmt, ich hätte eben Rauchgranaten einsetzen können. Dann hätte mich der andere Panzer vielleicht nicht erwischt. Da ist gerade das Controller-Aufladekabel rausgeflutscht. Das hängt immer ein bisschen lose. Der Panzer ist der einzige, der übrig ist. Er kann nichts tun. Sie reagieren nicht auf Geräusche. Nur das Zielfernrohr gibt an, wo sie hinblicken. Alles andere ist für sie ein toter Winkel. Deswegen geschafft. About the quarantine facility. We more or less figured out what caused the mutation in the vocal cord parasites. It was the radiation from that scanner. And the one who installed it was Emmerich. I've added a tape recording of the interrogation. You should listen to it. Das sollten wir wirklich. Das sollten wir verdammt wirklich. Das hatten wir aber schon in der letzten Folge rausgefunden. Nur hatten wir das Ding nicht gehört. Irgendwo müsste Emmerichs Verhör sein. Wir sollten Huis Befragung hier. Das sollten wir uns anhören. Wait, wait, what are you talking about? Just what do you plan to do? Present the charges against you and render an appropriate punishment. You're gonna put me on trial? Call it what you like. Uh-oh. What's the meaning of this? I'm proud of you, all of you. Back to your posts. No, hang on. Huey has killed their comrades and interfered with their lives. They've had all they can take. Kill that son of a bitch! Kill her! Kill her! Stop! This is insane! You have no evidence whatsoever! You say you're an army free from government. You talk big about being a nation unto yourselves. But from the outside, you're just thugs, rebels, a militia, terrorists, an unhinged threat to society. You're nothing but a bunch of psychopaths!
You are? So you're not with us? No! I didn't... I thought we were on the same side. That's too bad. I didn't mean... Men, you will have justice. But our organization, the boss's organization, is built on order and reason. There will be no lynch mob. So stand down for today. We will gather all the evidence of this man's crimes. And then he will be tried. Dismissed! What do you think you're doing? Go ahead and execute me. It'll be murder in the eyes of the world. You've lost your minds. Don't you get it? You're seeing phantoms. Just look at that dog. No, you named him D-Dog, but it's obvious anyone could see that's a wolf because you're all a bunch of wild dogs. You wanted to believe he was too, to feel some connection, to fight your loneliness. You wanted something to cling to prove you deserve to be alive. You wanted to forget the death, your sins, so you'd cling on to dogs, or wolves, or even Big Boss. The boss is the same, isn't he? Every one of you is alone. That's why you suspect your own. I know, because I do the same. I'm one of you too. Alone. Open your eyes! What you're doing is murder, plain and simple. All you ever create is war. War and violence can never lead to peace. Nun, da hat er schon irgendwo recht, aber... Wieso wirft er uns das vor, wenn es bei ihm ganz genauso ist? Wieso meint er, wäre einer von uns, wenn er dafür gesorgt hat, dass hunderte von unseren Leuten sterben, indem er eine biologische Massenvernichtungswaffe mutieren ließ? Willentlich! Er hat schon recht mit der Armee hier. Er hat schon recht mit Diamond Dogs. Wir sind schon alle ein bisschen in unserer eigenen Welt. Aber wer ist er, das zu kritisieren, wenn er noch weit Schlimmeres macht sogar? Alter. Ich habe keine Worte dafür. Ich habe echt keine Worte dafür, wie erbärmlich dieser Typ ist. Ich habe es ja schon in den letzten Parts so gesagt. Ich habe jetzt 5 Monate nicht aufgenommen und trotzdem habe ich wieder die Wut auf ihn gekriegt. Nach diesem einen Tape. Meine Fresse. Und ich sage nicht, dass er mit allem, was er sagt, Unrecht hat. Überhaupt nicht. Aber das rechtfertigt in keiner Art und Weise, was er tut. Und das ist das Problem. Er denkt, das ist anders. Er denkt, das ist alles okay. In seinem Kopf ist eine ganze Menge falsch. Was haben wir hier? Materialcontainer. Der Materialcontainer ist bei der V-Position. Alter, Huey. Du hast den Bogen maßlos überspannt. Schon eine ganze Weile. Langsam wird es Zeit, dass er bezahlt. In irgendeiner Art und Weise. Logischerweise wird er nicht sterben, weil er wird sich selbst umbringen wegen seinem erbärmlichen Leben, wird er sich im Pool ertränken. Ja. Ich weiß, wir sehen gerade nichts. Brauchen wir auch nicht, denn die Situation ist schon geklärt und unter Kontrolle. Und die Mission damit abgeschlossen. Aber ich will mich mit dem Materialcontainer expandieren. 5 Monate und ich habe das immerhin nicht vergessen, dieses Feature, weil ich finde das genial. Subject on board. Leave the rest to us.
So. Extraction arrived at Mother Base. Side Ops list updated. You got a minute? It's about the quarantine facility. We've more or less figured out what caused the mutation in the vocal cord. Schon zum dritten Mal, Chaos. It was the radiation from that scanner. Ich hab mir das Tape angehört. The one who installed it. Nur so. Was Emmerich. Ja. I've added a tape recording of the interrogation. You should listen to it. Schon getan, Cass, schon getan. Tja. Es ist unglaublich, dass wir die halbe Stunde schon weit überschritten haben mit diesen paar Nebenmissionen. Also das war jetzt für die Eingewöhnung. Entschuldigt das, Leute. Im nächsten Part gehe ich wieder mit einer Hauptmission. Please select a mission. 7? Ist da eine dazugekommen? Waren das nicht vorher nur 6? Ich weiß nicht, ob ich die alle machen werde. Ich werde das so weit machen, dass wir so weit sind, dass ich... wie heißt das jetzt? Die weitere Hauptmission freischalte, was wir hier haben. Warte mal. 37, 34. Ich habe die Mission ja generell schon mal so ein bisschen übersprungen. Ich weiß noch nicht, welche von denen ich da machen werde. Und... 44, 45 und 46 fehlen als Beispiel. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Motherbase. Wir werden irgendein Event noch machen. Sei es jetzt Pass oder etwas, was sich dazwischen drängt. No, idiot, stop! Snake. Well, that would explain it. Sorry. Guess I've been away a while. Fünf Monate. He's such a stranger. That's a bad example for the men. And he gets pretty lonely too. Come on, Didi. Haben wir überhaupt noch 1984? Das war nicht, was ich meinte. Aber es sorgt für eine unliebsame Sache. Dass ich Pass schon wieder verschiebe, denn ich bin jetzt nicht mehr auf der Medizin, sondern auf der Kommandoplattform. Ah! Das passiert doch jedes Mal. Ich versuch's im nächsten Part, wenn da nicht ein anderes Event kommt. Aber dann am Ende des Parts. Entschuldigt, Leute. Danke fürs Zusehen, kommentieren, nicht vergessen. Direkt alles zu weit aus. Im nächsten Part machen wir eine der extrem Überleben oder was auch immer Missionen. Tschüss.